Ja, das ist exakt derselbe Aufbau. Lols. Ich hätte gerne die. Moment. Jetzt bin ich ja mal. Jetzt wäre es tatsächlich sinnvoll, die Schematik kennen zu nutzen, um das Ding zu bauen. Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Create, Above and Beyond. Und wir sind wieder zurück auf meiner kleinen Singleplayer-Welt und ich habe noch ein bisschen drum experimentiert, gab noch ein paar Kommentare bezüglich dem Aufbau hier oben mit dem Filter und dass es sich immer wieder mal festfrisst. Jetzt geht's wieder, weil jetzt ist halt eben nicht voll. Und ich habe experimentiert mit Drohnen dazwischen, mit anderen Sachen, mit anderen Filtern und so weiter und so fort, aber es gibt keine Lösung. Es gibt keine wirkliche Lösung, außer eine komplizierte Redstone-Schaltung, die halt eben das filtert, was aber dann, wo du einen normalen Hopper brauchst, so einen normalen Vanilla-Filter halt, der dann aber deutlich langsamer ist als das, was wir gerade haben. Dass wir würden hier Geschwindigkeit einbußen. Und die andere Alternative wäre halt eben eine Strecke mit Loader, Unloader, wo dann Sachen, der Kart wird beladen, fährt vor den Laser, Laser schießt, Kart wird komplett entladen, wieder nach vorne, neu entladen. Das könnte man von der Geschwindigkeit etwa hinkriegen, aber ist dann wieder auch unglaublich komplex und größer gebaut. Und ich wollte ja eigentlich das Stationäre, eben diesen speziell stationären Aufbau wollte ich halt eben haben. Und in dem Fall geht es leider nicht anders, außer eben die Tatsache, dass man es immer, wenn wir zum Beispiel das Zeug jetzt rausziehen, den Basalt oben reinwerfen, das Problem ist, dass das scheiße. Das war clever von mir. Das Problem ist dabei, dass der Das Problem dabei ist, dass der Minecart so schnell voll wird. Falsche, ne? Das ist das Richtige, ja. Dass der erste Slot so schnell voll wird, das rasselt komplett immer durch den ersten Slot durch. Und wenn hier im zweiten Slot dann zum Beispiel das verbrannte Basalt liegt, das Basalt liegt, dann kommt das nie raus. Der wird das nie los, weil der immer im ersten Slot komplett durchrauscht. Und das ist halt tatsächlich ein Problem. Und ich wüsste jetzt auch keine spontan gute Lösung dafür, um das Problem halt wirklich komplett zu beheben. Deswegen darauf achten, dass wir immer über einen halben Stack haben drinne und dann läuft's hoffentlich und dann ab und zu frisst den Fass, aber ganz ehrlich, wir haben ja schon ein bisschen was da. Ja, ist ja genug da. Ich habe jetzt hier mal umgebaut nochmal. Und zwar kann der ja ein bisschen Gas geben, der Kollege hier. Ich habe den mal ein bisschen gepimpt. Der macht jetzt 45 F pro Tick und produziert jetzt halt auch ordentlich was an. Das ist die Musik zu laut. Nee. Produziert auch ordentlich was an Kokskohle, die wir dann auch zum Beispiel verwenden können für unten, falls wir weitere Öfen anschmeißen sollen. Die Kokskohle selber kann halt, ist doppelt so gut wie normale Kohle. Vom Brennwert her. Zack. Verbrennt bis zu 16 Items in einem Schwung. Und die Kokskohleblöcke dann logischerweise 160 Items. Das heißt also nochmal eine Kokskohle gespart, weil wir dann das Zehnfache haben, statt obwohl wir nur 9 Kokskohle reinbringen. Das heißt, wenn ich so einen kompletten Stack Kokskohle in einen der Öfen unten reinwerfe, das hält dann schon eine ganze Weile. Und später über das ME-System geht es sowieso. Also das ist okay. Das ist völlig in Ordnung. Ja. Soweit also gut. Die Produktion läuft hier. Der ist auch schon. Der wird auch gut voll. Es klemmt jetzt ein klein bisschen hier an der Produktion von dem Sand. Ich könnte jetzt den ein bisschen pimpen, dass der ein bisschen schneller wird. Dann könnte ich den ein bisschen pimpen, dass der noch ein bisschen schneller wird. Aber aktuell sehe ich den Sinn dahinter noch nicht. Aktuell brauchen wir es halt nicht. Später vielleicht. Jetzt erstmal geht's noch ohne. Dann habe ich hier drüben mal klein nicht umgebaut. Und zwar sammelte sich hier ja der Flint drinne. Und zwar ganz gewaltig. Und den Flint selber können wir natürlich hier reinpacken und dann entsprechend, oh boy. Okay. Ah.
Okay. Warte mal. I hope you don't mind. Was haben wir da? 14.000 Flint. Das gibt wieder gut Kohlen. So. So. Dann. Disallowed. Ja, das ist der Standard. Den raus, den rein. So, und jetzt zieht ihr da das raus, disallowed. So, machen wir ruhig erlaubt, die hier. So. Jetzt zieht er dann mit ein bisschen mehr Schwung den Kram raus. Jawohl, wodurch wir dann entsprechend das Zeug besser ins Lager kriegen und dann auch einmal eventuell mal kurz nochmal zur Produktion von Dings machen können. Von Points. Ich habe mal geschaut hier. Die Lava-Produktion selbst ist einwandfrei noch. Wir kommen noch gut hinterher. Es laufen drei Dynamos auf Vollleistung und einer, der pegelt so zwischen 10-15%. Das heißt, es geht auch aktuell keinen Strom verloren, sondern selbst die nur auf Minimalpegel laufen, liefern den Strom hier in die Batterie. Und der eine, der pegelt halt eben, wenn halt die Batterie mal leer wird, dann kann der eben nachpumpen. Das heißt, da ist auf jeden Fall immer genug Saft da. Das ist also alles schick. Gut, dann. Was wollte ich? Genau, hier. Mach bitte den Flint. Die Flint-Tiles. Zack. Und natürlich den dann da raus. Achso. Und er braucht nur noch die Masonry-Karte. Achso, und Hebel. Okay. Dann machst du wieder ein bisschen mehr Coins. Lecker, lecker. Komm her. Zack. Du darfst mit weg und du mit weg. Okay, damit sind wir wieder schick und können uns jetzt auf weitere zukünftige Items fokussieren. Und das wäre jetzt in dem Fall das Frostgedöns. Wie wir schon gesehen hatten, in der letzten Folge brauchen wir auf jeden Fall den Dings noch einmal. Kurze Ablenkung noch, ich habe hier nochmal auch noch ein bisschen umgebaut. Ich habe unten den Cobblestone-Generator noch ein bisschen gepimpt. So dass der jetzt noch ein bisschen mehr Cobblestone generiert und wir halt eben dann ein bisschen was über haben. Was wir dann zum Beispiel nehmen können, um daraus mehr Wheels zu machen, um daraus mehr Dings zu machen. Um daraus mehr Räder zu machen und damit entsprechend auch mehr Radiance. Denn wir brauchen ja immer noch ein paar von den Maschinchen. Da geht noch ein bisschen was. Wir können auch mal ganz kurz, warte mal, das Ding mal drehen und mit den Schlüsseln versehen. Dass ich da mal einen Überblick habe, was denn da wirklich drin ist. Okay, gelockt waren die schon. So, ups, den brauche ich. Der kommt weg. Dann ein paar Sticks. Was haben wir da noch? Da geht einiges. Zapplinge sind jetzt runter auf 14.000. Das ist aber nicht schlimm. So, du machst jetzt den Spaß. Oh, machst du nicht, weil du bist aus. Okay, wir schmeißen den Spaß mal an hier. So, die Jungs sind voll. Das ist voll, das ist voll. Dann los. 1, 2, 3 und 4. Nochmal 4, 6 gerade fertig. Und dann brauche ich Ender Dust. 1, 2, 3, 4. Die jetzt hier mit hinwerfen. Okay. Hier kurbeln. Und wir explodieren. So.
Oh, wir haben kein Farbstoff mehr. Okay. Pink. Ah. Der pinke Farbstoff fehlt uns. Dann machen wir gleich ein bisschen rote Beete. Das sind jetzt 7 Stück. Und dann Bone Meal. 4, 5, 6, 7. Klüng, klüng. Oh, Musik in meinen Ohren. Okay, da geht's weiter. Und es läuft alles. Was haben wir hier an Fackeln da? Da können wir ein paar mehr machen nochmal. Es ist noch viel Nachsteuerei, die wir abzumachen müssen. Das könnte man noch besser machen, aber später, wenn wir das ME-System haben, ist das jetzt auch wieder eher hinfällig. Von daher passt das schon. Was habe ich da? Kohle noch da. Machen wir die Holzkohle jetzt. Okay. Und damit läuft das wieder. Ich werde mal das Ding nach ganz oben kurbeln jetzt. Ich habe es ja eh schon fertig gebaut. Das sollte ja trotzdem dann von unten auffüllen. Und wenn das Ding voll ist und dann nicht erkannt wird als Infinity Source. Das füllt das auf und sollte auch bis unten rangehen, ne? Und dann unten das weiter auffüllen in diese Richtung. Ja, da füllt er das weiter auf. Okay. Mal schauen, wie weit es reicht. Judich, also auch das läuft wieder. Damit laufen quasi alle unsere Maschinchen wieder. Und machen Geld, Münzen, Zeug und Weltherrschaft quasi. Ist doch alles gut und schick. So, die habe ich noch aus, weil die brauche ich aktuell nicht mehr. Da habe ich noch genug von dem Material. Hier stauen sich die Mats bereits. Und auch hier... Oh, oh. Oh, boy. Ja, da sammelt sich ein bisschen was an. Das heißt, wir können auch jetzt gleich mal noch ein bisschen was an Zeug machen. An pinker Farbe. Okay, damit ist auch schon dann schon durch. Sehr gut. Alles klar. Haben wir das auch. Jetzt geht das ganz normal weiter und wir machen jetzt hier die Dinge. Der hat alle bereits drin. Ne, das ist ein paar daneben gefallen, wie es aussieht. Okay. Mit oben reingekriegen wir nicht. Von unten wahrscheinlich dann ins Lager packen. In die Kiste reinlegen. Ja. Zack. Okay. So werden die dann auch angepasst und fertig. Das läuft weiter hin. Jawohl, da sammelt sich das, da sammelt sich das. Da kommt die Radiance. Nice. Alles check. Gut. Aber jetzt wirklich, jetzt kommen wir mal zum Frostgedöns. Und dazu brauchen wir auf jeden Fall erstmal den Aufbau wie hier mit dem Laser nochmal. Das wissen wir ja schon. Und wir brauchen... Das ist schon der nächste Chunk. Und wir brauchen die Erzeugung des... Also das Blitzpowder muss gestampft werden zur Ice Charge und dann wird das versehen mit dem Silicon Compound in Induction Smelter zu Silicon. Das ist unser Ziel. Da wollen wir hin, zum Silicon. Dann könnten wir eigentlich das Silicon... Wir vermutlich sinnvoller, das Silicon hier rauszuziehen und in diese Richtung zu packen. Wir bauen aber erstmal hier denselben Aufbau hin. Wir brauchen aber den... das war genau. Den bekommen wir durch das Crushing oder den Pulverizer.
Das ist exakt derselbe Aufbau. Also wirklich 1 zu 1 exakt derselbe Aufbau. Ja, das ist exakt derselbe Aufbau. Lols. Ich hätte gerne die... Moment. Jetzt bin ich ja mal... Jetzt wäre es tatsächlich sinnvoll, die Schematik kennen zu nutzen, um das Ding zu bauen. So. Inklusive dem Induction-Smelter. Denn da kommt ja dann der gestampfte, die Ice-Charge rein. Das wäre ja krass, wenn das wirklich passt. Okay. Au, au, lass doch mal das. Warte mal, ich schalte mal ganz kurz den Kollegen aus. So, also. Ich muss jetzt was tun? Hold Shift. Use, Schematic Table. Den Schematic Table. Da haben wir ihn. So, danke. Ich habe noch keine Schematics gesaved. Wie save ich eine neue Schematic? Lass mich raten, wir brauchen ja dafür den Schematic and Quill. Ja, okay. Dann los. Ein Schematic and Quill gemacht. Natürlich haben wir jetzt keinen Kollegen, keinen Schematic, aber der ist schnell gemacht. Wir haben keine hellblaue Farbe, die ist schnell gemacht. Dieses Kreist. Kann doch nicht so wirklich jetzt. Mhm. Blaue Farbe. Hellblaue Farbe. Schematic. Und der Schematic mit der Feder. So. Und zwar möchte ich die Schematic haben. Von hier bis dort. Und wir gehen dann aber noch eins runter. Oh, scheiße, Moment. Hä? Okay, jetzt haben wir es, Und jetzt müssen wir das noch... Nee. Konnte man sich nicht noch vergrößern irgendwie mit Pfeiltasten oder so? Gab es da nicht noch irgendwie was? Ah ja, mit genau drauf gucken und dann Steuerung halten. Und da kannst du das drehen, das Mausrad. Und dann jeweils in die jeweilige Richtung verschieben. So. Das wäre das komplette Setup. Der Eiswagen ist wieder da. Es ist sehr warm, jetzt habe ich das Fenster offen. Wir können nochmal eins runtergehen und das Stromkabel noch mitnehmen, das ist Licht. Denn das gehört ja auch mit dazu. Das ist so krank. Okay. Das ist jetzt, Laser. Okay. Zack. Es ist gespeichert in der Laser-NBT. Oder in der Datei. Und jetzt kann ich das in die Schematik schreiben. Ah. Hier hinein. Zack. Schnell gemacht. Okay, und jetzt haben wir den Schematik fertig und können den jetzt nehmen. Und bauen lassen. So, machen wir hier mal die Schematic-Cannon hier drüben rüber. Und jetzt können wir den in die Welt platzieren. So, das wäre schon Grenze. Und natürlich jetzt ein bisschen runter. So, Move. Zack. Okay. Das wäre 1 zu 1 unser Setup. Gut, wir müssen noch den Drawer aktualisieren, aber ansonsten... Okay. Wir brauchen Gunpowder.
Und wir brauchen eine Kiste. Aber wir können den Barrel nehmen einfach. Ein gutes. So. Leider kein Gewinn. Okay, und was braucht der jetzt? Reckless Printer. Gunpowder. Wir brauchen Gunpowder. Sag mal, geht denn das? Oder explodiert es, wenn man das anzündet? Das müssen wir mal testen. So, wie sieht's aus? Checklist, Place Books hier. Ja. Ein Buch. Okay. Und das ist, was jetzt fehlt. Wir brauchen 22 Andesit Casings. Okay. Andesit Casings 22. Wir brauchen ein Bessen. Machen wir schnell. Da müssen wir gleich mal blaues Eis craften oder kaufen halt. So, Blue Eis. Wie war das? Das konnte man herstellen aus Eis. Das konnte man herstellen aus Eis. Und dann entweder einen Blastschiller herstellen oder kaufen. Den Blastschiller brauche ich jetzt ja eh, ne? Ja, den Blastschiller bräuchte ich jetzt eh. Stimmt, wir müssen das ersetzen, den Blastschiller. Habe ich noch einen? Habe ich den vielleicht sogar schon da? Habe ich nicht. Okay. Dann lass mal kurz den Blastschiller machen. Blastschiller. Mann, Jesus. Brauchen wir eine Invermaschine? Inver Casing, Inver Maschine, Inver Gear und so. Den Blaster können wir jetzt hinstellen und den entsprechend Eis machen lassen. Naja. So, der braucht jetzt den Wassertank. Tank. Ach, der ist jetzt vorne wieder, ne? Naja, scheiße. Moment. So. Da ist der Tank. Und draußen, ich habe keine Ahnung, was da draußen gerade los ist. Ich glaube, da werden gerade Kinder gemördert. Und ich verpasse den ganzen Spaß. Ah. Sorry für die Lautstärke. Das ist, wir wohnen hier in so einem Wohngebiet und überall Häuser, überall Kinders. Und naja, wenn der Eiswagen dann kommt, ne, der weiß schon, warum der herkommt. Der ist ja nicht doof. Dann ist hier ein bisschen Party. Jeden Tag. Das Schöne ist daran, dass es, wir nutzen das, um unserem kurzen den Wert des Geldes beizubringen. Denn der bekommt ja Taschengeld und wenn er Eis haben möchte, muss es von seinem Taschengeld bezahlen. Was natürlich nicht geht, wenn er das Taschengeld wieder komplett für Roblox verballert hat. Ja, schade, schade. Okay, wir brauchen die Inver, die Kompo, die wir machen ein bisschen schneller jetzt, weil wir das Eis kriegen. Zack. So, 40. Boah, das geht super schnell jetzt. Okay, also dann haben wir den Blastschiller schon mal für später. Wir brauchen jetzt nochmal den Extruder. Denn ansonsten wird das nicht arbeiten. Denn der will ja jetzt ja die Basaltmaschine machen und nicht den anderen Spaß. Ich brauche nochmal eine Zinkmaschine. Zink. Mit Basalt. Das Basalt wird nicht alt. Okay, da ist schon wieder... Nö. Achso, weil ich ausgeschaltet habe, deswegen. Ja, lass mich aus. Es passt schon, das passt schon. So, das jetzt mit dem Basalt versehen und dann... Wird da... Nee. Hä? Bin ich gerade ein kleines bisschen doof? Das war die Pisten, war das nicht? Eine Piston. Mit auf Basalt. Schon ein bisschen blöd, ne? So, den Extruder brauchen wir dann auch gleich.
zack. Also wir haben das Ding, das Ding, das Ding. Das Blue Ice haben wir jetzt gleich da. 16, nee. Brauchen wir 16 Eis oder? Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Wir brauchen ja 9 Eis. Das ist, ja, das braucht ein bisschen. Anyway, was brauchen wir denn noch? Außerdem, also, Blue Ice, die Brass Item Pipe 6-mal. Haben wir. Ein Campfire. Haben wir nicht. Machen wir schnell. Campfire. Danko. Zack. Dann braucht es den Deployer und 6 NKs Chain Drives. Den Deployer habe ich logischerweise nicht. Da brauche ich also dann nochmal die goldene Hand. Deployer. Das ist so angenehm. Das, ich sollte das häufiger machen. Ah, da sind noch keine am Leben. Die werden noch nicht, ne? Die müssen noch. Da ist noch. Die sind noch nicht ganz fertig mit den Mördern. Kein Problem. Aber eins sage ich, ich mache die Sauerei nicht. Ich mache das nicht sauber. Dann. 6 Encased Chain Drives, 1 Encased Fan. Okay. Chain Drives. 6 Stück. Dann brauchen wir den Fan. Ein ganz großer Fan. Propeller. Eine Seedmaschine mal wieder. Das ist diese Schematikern ist genau mein Ding, weil da musst du halt nicht mehr denken, weißt du? Da kannst du einfach nur hinstellen und dann ablesen und nach quasi malen nach Zahlen. Nur für die Großen, weißt du? Sehr, sehr geil. Großer Fan. So, das kann weg, das kann weg. Jetzt, was war noch in dem schlauen Büchlein? Eine Invermaschine, ein großes Zahnrad und ein Lever. Okay. Wir haben keine Invermaschine mehr da, mach mal schnell eine. So, ein großes Zahnrad, einen Lever, zack, eine Gearbox brauchen wir, davon ist ein paar da, so, und da haben wir jetzt den Extruder ebenfalls, cool. Dann einen Induction-Schmelter und 8-mal Inverflux-Dukt. Da brauchen wir noch ein paar mehr. Machen wir direkt 8. So, dann den Induktionsschmelter. Haben wir nicht hier. Machen wir dann so. Induktionsgeschmelze. Natürlich fehlt da wieder alles. Der Blast-Furnace. Babs. Ich glaube, ich habe bald Probleme mit dem Inver wieder, oder? Das könnte langsam knapp werden. Okay. Induction Smelter, Inver. Huch, eins zu weit. Inver Flugzeug, eine Inver Maschine, ein großes Zahnrad und ein Lever haben wir. Okay. Das Coole ist übrigens auch, man kann jetzt das Zeug nehmen, das Buch, und wieder reinpacken und der updatet das. Zack. Okay. Eine Infomaschine, eine Presse, ein Minecart Unloader und ein Minecart mit Hopper. Okay. Also der Unloader. Schwupps. Haben wir. Der Minecart mit Hopper. Haben wir. Immer noch die Infomaschine. Da müssen wir wahrscheinlich erstmal den Kollegen wieder machen. Und dann machen wir gleich 2 davon, dann haben wir sie auf Lager. So, zack. Was noch? Die Presse und das Blue Ice sollte inzwischen auch fast machbar sein. Guck mal her. Packed Ice, jawohl. Und dann kriegen wir einmal Blue Ice. Perfekt. Haben wir. Infomaschine haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das ist jetzt die Presse. Das war eine Andesit-Maschine mit einem Blockeisen. Andesit. Schwupps.
Iron. 7000 Eisen habe ich jetzt schon auf Lager. Das kommt alles zum größten Teil über diese Maschine. Dann haben wir dort ran. Bapp und bapp, haben wir die Presse. Zack. Mit rein. Und was haben wir dann auch? Dann brauchen wir zwei Drohre einmal eins und ein Drohre einmal zwei. Okay. Einmal eins und einmal zwei. Danke. Die Powered Locking Rail und den Pulverizer. Zack, die haben wir. Danke. Und den Pulverizer. Bin ich mir sicher auch nicht mehr da. Sowas bunker ich in der Regel jetzt eher selten. Zack, lass mich raten, es braucht eine Piston. Und die beiden Kupferzahnräder. Zack, und so. Okay. Den Rotational Speed Controller, das war eine Brassmaschine. Scheiße, ich brauch Soul Soil. Nee, brauch ich nicht. Okay, er baut's halt nicht. Entschuldigung, wenn ich den Extruder und die Lava rauslasse, baut das ja einfach nicht, ne? Also ich brauch das. Wieso bin ich. Ich bin noch ein Vollidiot, bin ich, ne? Ich kann's hier, er baut ja trotzdem, er baut nur die Sachen nicht ein, die ich nicht habe. Zack. Ne, wenn ich das jetzt nicht habe, dann macht er halt eben nicht den Extruder und eben nicht das Blue Ice, sondern lässt die Plätze eben leer. Ich bin ja ein selten dämliches Gerät. So, was fehlt jetzt noch? Das Schauen. Ja, das. Genau, die Smart Shoot. Das kriegen wir hin. Smurt. Danke. Und die Brassmaschine brauchen wir noch. Habe ich keine am Start. Machen wir schon eine. Brassmaschinerie. Zack. Und die wird jetzt dann zersägt. Zu einem Rotational Speed Controller. Danke. Und damit sollte ich jetzt alles haben, was ich brauche. Bis auf den Extruder, das Eis und die Lava. Eistruders. Hä? Oh, ich hab das Smart Shoot vergessen. Aber noch einer. Hä? Der erkennt die wohl offenbar nicht. Na gut, werden wir sehen. Anyway. Fangen wir an zu bauen. Warte mal, hier. Sharpener Settings. Don't replace solid blocks. Replace with solid. Replace with any. Replace. Skip missing blocks, genau. Ist einfach nur ein Traum, oder? Bam. Ding. Fertig. So, was können wir erstmal hier unten drunter? Kommen wir dann da ran? Nee. Da müssen wir den hier nach neben. Wir brauchen den, die Speed Control brauchen wir auch nicht. Ist er nicht? Das kann direkt so befeuert werden, denn. Hallo? Lass das mal bitte. Danke. Denn wir haben hier bereits den Speed-Controller eingestellt. Auf den Spaß. Das heißt, läuft hier bereits auf maximaler Geschwindigkeit. So. Also wir können jetzt hier einfach nur... mit zwei Gearboxen einfach umdrehen.
dann bleibt auch die Richtung gleich und damit auch ist auch der Spaß. Aber die Richtung ist aktuell sogar egal, weil wir nichts haben, was auf Richtung basiert. Schafft. Overschwest. Wir haben es ernsthaft geschafft, unsere komplette Maschine auszureizen. Junge. Beide Maschinen. Ah nee, ist ja gut, das war nicht nur der Blast Furnace. Dann schalten wir mal ganz kurz den Spaß mal ab. So. Aber ja, wir haben es overstressed. Mal wieder. Okay. Das läuft jetzt, die Presse läuft, da fehlt jetzt irgendwas. Nee, da ist das Basen. Ach, hier fehlt jetzt die zweite Smart Shoot, genau, alles klar. Da war die. So, Smart Shoot, nochmal eine. So, und du machst erstmal, lässt erstmal nur die Jungs durch. So. Das fixen wir dann gleich. Jetzt kommt dort erstmal wieder Fußboden hin. So, das kann weg. Und dann reißen wir hier jetzt mal den Blastchiller weg. So, und der brauchte jetzt ja nur normales Eis, ne? Warte. Bliss. Also wir brauchen noch den Entropy-Manipulator. Any amount of Snowball. Genau, wir brauchen die Snowballs in dem Fall. Das müssten wir einstellen können. In dem Blaster, genau. Ah, genau, wir brauchen den Ballcast. Okay, wir brauchen eine Nickelplatte. Ich habe keine Nickelplatten. Okay, dann machen wir schon eine. Oder ein ganzes Deck voll. Wie sieht das Zeit aus? Ah, wird knapp. Okay, pass auf, wir machen folgendes. Wir haben jetzt mal den Grundaufbau schon mal fertig. Das hat schon mal funktioniert. Und in der nächsten Folge nehmen wir das Ding dann in Betrieb. Das heißt, Ballcast rein, den Entropy Manipulator noch machen. Und alles im allem schauen. Sie? Lass das mal bitte, dankeschön. Und dann alles im All mal schauen. Hörst du jetzt auch mit die Scheiße? Nimm bitte. Junge. Und dann mal schauen, wie das denn insgesamt läuft. Mit dem ganzen Spaß. Also bisher läuft's. Also, wir haben die Maschine fertig. Das sieht auch alles gut aus. Der hat Strom, der macht Zeug. Das ist alles. Es ist alles schick eigentlich. Ist schon nice. Ist schon. Die Lampe kann er offenbar nicht mitmachen. Die müssen wir selber platzieren. Okay. Aber das als nächste Folge. Wie üblich, wenn es dir gefallen hat, gerne subscriben. Oder links rechts auf Videos klicken. Da gibt es ein bisschen mehr von mir. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.